Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Stadttheater. Ja, Herr Mittmann, was hören wir im zweiten Konzert? Im zweiten Konzert des Ensemble Horizonte hier im Stadttheater Herford hören wir zunächst eine Komposition der japanischen Komponistin Kumiko Omura. Ein Stück, das unmittelbar auch einen szenischen Aspekt aufweist. Es ist sozusagen eine Art Beziehungsgeschichte zwischen zwei Instrumenten, die hier auf der Bühne dargestellt wird. Oh.
Thank you.
Noch eine zweite japanische Komponistin kommt in unserem Programm vor, die sehr oft schon mit dem Ensemble Horizonte zusammengearbeitet hat und von der wir sehr viele Stücke gespielt und zum Teil auch uraufgeführt haben. Es ist die in Köln lebende Komponistin Malika Kishino. Sie stammt aus Kyoto. Ihr Vater war dort sogar Tempelherr, buddhistischer Tempelherr. Und in diesem Stück Lamento geht es um ein sehr spezielles und sehr wichtiges Thema. Es ist entstanden nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima, nach dem Tsunami, der diese Katastrophe ausgelöst hat. Und das Stück befasst sich mit der sehr ambivalenten Haltung der Japaner zur Natur. Einerseits, das wissen wir, lieben die Japaner auch die Natur. Das kommt in vielen Aquarellen zum Ausdruck, in denen die wunderbaren Pflanzen, Gärten, die landschaftlichen Silhouetten dargestellt werden. Andererseits ist in Japan die Natur auch immer ein Grund zu fürchten. Da gibt es Erdbeben, da gibt es Tsunamis. Ja, die Kinder lernen schon in der Schule, wie man bei Erdbeben zu reagieren hat. Also die Gefährdung durch die Natur ist dort auch allgegenwärtig. Und diese große Ambivalenz zwischen einerseits der Naturliebe und andererseits der Bedrohung durch die Kräfte der Natur spielt in diesem Stück eine große Rolle. Und das Thema Fukushima kommt dann auch noch ein wenig zu Ausdruck darin, dass die Komponistin ein Volkslied aus dieser Gegend, ein Kinderlied, zitiert. Also die Musik ist teilweise wirklich sehr rau und fast boshaft, aggressiv, energisch, zum Teil dann aber auch sehr, sehr lyrisch. Als nächstes hören Sie von Helmut Lachenmann ein Stück aus dem Jahr 1970, Pression für Cello Solo. Helmut Lachenmann hat in diesem Stück eigentlich versucht, jede Hörerwartung, die wir an einen wohlklingenden Cellotonen richten, ad absurdum zu führen. In diesem Stück, es wird insofern seinem Titel durchaus gerecht, wird gepresst, gedrückt, das Instrument schreit, knirscht. Kurzum, man hat das Gefühl, man sei eher in einem Sägewerk als in einem Konzert mit Cellomusik. Und genau das ist auch das Thema von Lachenmann. Er versucht immer wieder in seiner Musik bestimmte Hörerwartungen auf diese Weise zu konterkarieren und einfach damit in Frage zu stellen und damit überhaupt unsere Schönheitsideale und Schönheitsvorstellungen in Frage zu stellen. Es ist eine Ästhetik, die zu ihrer Zeit sehr viel Aufregung erzeugt hat, viele leidenschaftliche Kritik ausgelöst hat. Aber in der heutigen Zeit muss man doch sagen, auf viele Komponisten der jüngeren Generationen stilbildend gewirkt hat. Lassen Sie sich überraschen und versuchen Sie einmal diesen Klängen und Ihrer ganz eigenen Dramaturgie zu folgen. Thank you.
Thank you.
Als nächstes hören Sie von der aserbaidschanischen Komponistin Frangis Alizadeh das Quartett Schwindende Schönheit. Und dieses Stück fällt dadurch ein wenig aus dem Rahmen, als wir hier ein Instrumentarium haben, in dem ganz alte Instrumente eine Rolle spielen. Instrumente, die man aus der Zeit des Barock kennt, wie zum Beispiel die Viola d'Amore, ein Instrument, das Bach in seiner Johannespassion zum Beispiel verwendet, das dann aber, nachdem es im 17. und 18. Jahrhundert sehr beliebt war, zum Teil auch von Fürsten gespielt wurde, in der Folgezeit nahezu völlig ausgestorben ist, bis es erst im Zuge der historischen Aufführungspraxis im 20. Jahrhundert eine Renaissance erlebte. Wir, das Ensemble Horizonte, haben das besondere Anliegen, nicht nur einfach neue Musik zu spielen, sondern diese immer auch in eine Verbindung zu bringen zur Tradition. Und da kommt uns natürlich dieser Punkt auch besonders entgegen, uns nämlich mit historischen Instrumenten zu beschäftigen und diesen eigenartigen Reiz ein wenig auszuschöpfen, der darin besteht, neue Musik, neue Klänge auf ganz alten Instrumenten zu erzeugen. Thank you.
Thank you.
Ich sagte es schon, das Ensemble Horizonte spielt neue Musik, aber nicht nur neue Musik. Und ein Beitrag in diesem Konzert fällt extrem aus dem Rahmen. Es ist von Claudio Monteverdi, eine Instrumentaladaption der Arie Pur ti miro. Thank you.